Das Sturmtief Ignaz wirbelt Deutschland durcheinander an diesem Donnerstag. Zugausfälle und Chaos auf Autobahnen und vor allem in Zoos, die aus Sicherheitsgründen geschlossen werden mussten. Ja, schon seit der Nacht sind zahlreiche Feuerwehren und Polizeikräfte im Dauereinsatz, um die Schäden und die Auswirkungen des Orkans in den Griff zu bekommen. Immerhin, der Fernverkehr der Deutschen Bahn in NRW konnte wieder hochgefahren werden. In welchen Regionen Ignaz besonders gewütet hat, verrät Ihnen Nadine Jans. In Rheinland-Pfalz reißt der Sturm ein Rotorblatt eines Windrads ab. In Hamburg und Köln halten Dutzende Bäume dem heftigen Wind nicht stand. Überall hinterlässt Sturmtief Ignaz Spuren der Verwüstung. Also der eine Teil vom Baum ist auf dem Haus und der andere auf zwei Autos. Ne? Und einer davon ist meins. Mit einem Schrecken davongekommen ist auch ein Busfahrer in Worpswede, Niedersachsen. Sie konnte gerade rechts vor die Brennen und stand vor dem Baum. Und dann nochmal kam von vorne Pkw, knallt vorne in den Baum rein und schiebt mir den in den Bus rein. Scheibe kaputt, ja, Splitter ins Gesicht gekriegt, aber sonst alles okay. In der Nacht ging es los im Saarland. Der Sturm peitscht durch die Städte, die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, räumt entwurzelte Bäume von den Straßen oder stutzt vorsorglich Baumkronen, da Äste drohen herabzustürzen. Von so einem herunterkrachenden Ast war schon am Abend ein Mann in Delmenhorst verletzt worden. Genau da liegt die Gefahr, warnen Meteorologen. Denn die Bäume stehen gerade noch voller Laub, bieten eine große Angriffsfläche. Und der Sturm nimmt offenbar erst an Fahrt auf. Vom Westen nach Osten fegt er durchs Land. Gerade im Gebirge nimmt er Orkanstärke an. Hier auf dem Brocken werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 148 Stundenkilometer gemeldet. Der Berg inzwischen menschenleer. Gäste aus dem Hotel in Sicherheit gebracht. Das sah gestern ganz anders aus. Trotz Warnungen waren Besucher gekommen, unterschätzten offenbar völlig die Kraft des Windes. Nur ein einzelner Lieferant ist heute unterwegs. Ja, das ist schon gewaltig. Und ich kann eins nicht verstehen, wenn dann Leute noch mit kleinen Kindern immer hier hochlaufen und so. Ja, das ist schon unverantwortlich. Das sollte man dann wirklich lassen. In NRW und Thüringen hatte die Bahn den Fernverkehr zeitweilig eingestellt. In Hannover bleiben alle Parks und Friedhöfe geschlossen. Auch Zoos in Berlin sind zu. Am Abend wird an der Elbe eine Sturmflut erwartet. Wer kann, sollte zu Hause bleiben. Unsere Reporter können das leider nicht. Wir wollen einmal schauen zu Katharina Kunert hier in Berlin am Hauptbahnhof und Daniel Krob auf dem Petersberg bei Bonn. Katharina, sag uns ganz kurz, wie ist die Situation aktuell jetzt im Fernverkehr? Fahren die Züge wieder? Ja, also es kommt immer noch zu Verspätungen, muss man sagen. Es gibt eigentlich keinen Zug, wo keine Zugverspätung angekündigt ist. Das bewegt sich alles im Rahmen zwischen 5 Minuten, aber auch bis zu 2 Stunden. Aber die Bahn zeigt sich sehr kulant. Also wer heute ein Ticket gebucht hat, kann das kostenlos sozusagen stornieren oder kann in den nächsten 7 Tagen noch fahren. Es war ja zeitweise auch so, wenn man sich jetzt den gesamten Osten Deutschlands anschaut, dass zum Beispiel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Regionalverkehr komplett eingestellt werden musste. Aber auch da fährt die Bahn jetzt langsam wieder hoch, also es nimmt wieder an Fahrt auf, könnte man sagen. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich besser geraten, dass man zu Hause bleibt, denn es werden jetzt hier Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erwartet und das ist sozusagen die Höchstgeschwindigkeit, die für den Osten Deutschlands eigentlich so erwartet wird. Es kann noch ein bisschen windiger werden, aber das wird natürlich dazu führen, dass auch noch Bäume umstürzen können. Die Berliner Feuerwehr ist eigentlich im Ausnahmezustand immer noch, vor allem eben wegen umgestürzter Bäume und von daher ist man, glaube ich, besser angeraten, wenn man einfach zu Hause bleibt, wenn man denn kann. Dankeschön, Katharina. Und jetzt gleich weiter zu Daniel Koop. Daniel, ist es wirklich... Ja, jetzt wird noch schnell die Kamera geputzt, damit wir dich auch sehen. Du tust uns gerade wirklich ein bisschen leid, muss ich sagen. Es hat zu schütten angefangen, kurz vor der Schalte. Die Lage bei dir, ich glaube, ich muss gar nicht fragen. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ja, ich glaube, so kann man das auf jeden Fall beschreiben, ihr Lieben. Also die Situation, wir hatten, um ehrlich zu sein, gedacht, dass es sich ein bisschen wieder entspannt hat. Aber jetzt merken wir weiterhin diese wirklich sehr starken Böen. Da warnt der Deutsche Wetterdienst auch vor. Also Böen teilweise bis zu 90, 100 Stundenkilometer. Und solche Böen, die können natürlich sehr gefährlich sein. Wir sind hier relativ geschützt auf der Terrasse vom Petersberg, wo wir uns gerade befinden. Aber vor allem natürlich, wenn man im Auto unterwegs ist, wenn man vielleicht durch ein Waldgebiet fährt, wenn man vielleicht
vielleicht sogar zu Fuß unterwegs ist, da gilt natürlich äußerste Vorsicht. Auch das nordrhein-westfälische Innenministerium hat da am Nachmittag noch mal eine wirklich sehr dringende Warnung ausgesprochen, hat gesagt, man soll möglichst zu Hause bleiben, das Haus nur verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Eine gewisse Entspannung, die gibt es auf jeden Fall in Teilen von Nordrhein-Westfalen, wenn wir uns über den Bahnverkehr unterhalten. Der Fernverkehr, der ist ja hier zum Erliegen gekommen. Die ersten Fernverkehrszüge, die haben jetzt wieder angefangen zu fahren. Mein Kameramann Fred putzt jetzt auch noch einmal die Linse hier in diesem Augenblick. Also die Situation im Fernverkehr, eine kleine Entspannung, aber ganz klar, wenn man heute auf die Bahn angewiesen ist, man wird eine Menge Geduld mitbringen müssen. Es wird zu sehr vielen Verspätungen und auch noch zu sehr vielen Ausfällen kommen. Dankeschön, Daniel. Jetzt bist du erlöst. Ab ins Trockene. Halt dich schön warm. Ja, und bei uns im Trockenen unser Wetterexperte und Meteorologe Alexander Hildebrand. Hallo. Wir haben es gerade gehört, es gibt noch immer Warnungen. Wenn man kann, soll man zu Hause bleiben. Aber tatsächlich, wo sind die Gefahren am größten? Wo muss man am meisten jetzt noch bei diesem Wetter aufpassen? Also Unwetterwarnungen sind jetzt noch gültig für die Berge im Osten, genau genommen im Osten von Bayern, also im Bayerischen Wald, dort weiterhin noch Orkanböen möglich. Aber größtenteils haben sich die Warnungen auf die Warnungen vor markantem Wetter reduziert. Das bedeutet, dass es noch schwere Sturmböen geben kann. Insgesamt ein sehr noch windiger Tag. Aber das Hauptsturmfeld, das ist schon deutlich nach Osten abgewandert und wird sich dann in den nächsten Stunden weiter abschwächen. 166 Kilometer pro Stunde, das ist für mich die Zahl des Tages. Nämlich das ist die stärkste Böe, die dieser Sturm uns gebracht hat. Und zwar in den Frühstunden auf dem Feldberg im Schwarzwald. Aber es ist weiterhin sehr, sehr stürmisch. Und die ersten Bilder, die zeigen dann auch, wo es noch stürmisch ist. Zum Beispiel auf der Wasserkuppe heute bis zu 130 Kilometer pro Stunde. Würzburg auch eine schwere Sturmböe heute Vormittag. Und natürlich weiterhin an der Nordsee noch sehr windig. Dort peitscht dann dieser ganz, ganz starke Wind noch weiterhin die Wellen ans Land und die Gischt schäumt und es ist insgesamt dort draußen ungemütlich und tatsächlich können auch die schweren Sturmböen, die möglicherweise heute noch an den Küsten dann auftreten werden, doch auch noch mal Schäden verursachen. Also wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, dort bitte weiterhin aufpassen. Hier die angesprochenen 166 Kilometer pro Stunde auf dem Feldberg im Schwarzwald, aber auf dem Brocken 150 Kilometer pro Stunde. Naturgemäß natürlich die Berge mit den stärksten Orkanböen, aber trotzdem auch in Trier im Flachland bei 116 Kilometer pro Stunde. Also hier hat es doch in den letzten Stunden und vor allem heute Vormittag ganz ordentlich gerumpelt. Und es regnet jetzt aktuell noch und der Regen hatte dann tatsächlich auch regional eine drehende Wolke mit dabei. Und so gab es tatsächlich in Schwentinental bei Kiel heute einen Tornado, der hier in dieser ganz starken Bewegung entstanden ist. Vor Ort hat sich dann hier in so einer stärkeren Schau eine rotierende Formation gebildet und da ist tatsächlich ein Rüssel bis nach unten geschlagen und hat genau hier bei Schwentinental dann eben einen kleinen Tornado ausgelöst. Es gab auch eine große Diskussion über den Namen des Tiefdruckgebietes, Hendrik oder Ignaz. Die Geschichte davon ist, dass Hendrik schon vor mehreren Tagen auf dem Atlantik getauft wurde, ein Tiefdruckgebiet, und Ignaz kam dann als kleines Randtief noch dazu. Aber tatsächlich hat es jetzt sich in den letzten Stunden so entwickelt, dass wir vom Hauptsturmfeld von Tief Hendrik getroffen worden sind. Also Sie sehen hier Tief Hendrik 2, nochmal eine einzelne Zelle, hier Tief Hendrik 3 und hier oben noch die Reste von Tief Ignaz. Aber wir lagen im Hauptsturmfeld von diesem Tief Hendrik 2. Das Sturmtief reichte rüber bis weit nach Russland hinein, aber im weiteren Verlauf wird das Ganze jetzt nach Osten abwandern und der Vollständigkeit halber sei es gesagt, da drüben liegt schon ein Hochdruckgebiet und das wird dann in den nächsten Tagen, wenn dieser Sturm abgezogen ist, das Wetter bei uns deutlich beruhigen. Allerdings geht es dann mit dem Nebel, typisch Herbst, wieder von vorne los. Also das Schlimmste ist überstanden hier bei uns in Deutschland. Auf jeden Fall. Dankeschön. Bitteschön. Danke.